Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play bei The Amazing Spider-Man. Wir machen direkt dort weiter, wo wir zuletzt hier stehen geblieben sind. Und zwar haben wir in der letzten Folge das Gegengift von Connors bekommen, doch leider war es nicht erfolgreich, so wie wir es gedacht haben, denn Smythe kann nicht mehr gehen, weil seine Beine sind zu stark gelähmt und das Problem ist, Smythe hat jetzt einen riesen Roboter auf uns angesetzt und das Blöde daran ist, dieser Roboter ist ziemlich dick und groß. Die sieht aus wie eine Schlange. Komm schon, Spidey, Bewegung. Wie gefällt dir das Netz? Und der Kampf war auch nicht so leicht, wie ich in Erinnerung hatte. Okay, wo kommst du denn raus? Wo kommst du denn raus? Da bist du ja. Okay, wo... Ah, da ist es. Haben wir es getroffen? Tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe. Kommst du jetzt raus? Das war knapp. Und Treffer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Stadt wird auch ziemlich zerstört von den Robotern. Naja, eigentlich ist das Smythe schuld, weil er hat diese Dinger gebaut. Da bist du ja. So, da ist es. Komm, komm, komm. Treffer, Treffer. Jawohl. Okay, ich glaube, wir müssen noch einmal, dann haben wir ihn. Wir werden hier Zeugen einer unglaublichen Schlacht. Hey, lass sie in Ruhe, du Miststück. Okay. Willst du dich nicht bedanken? So, wow. Wir müssen die Augen zunetzen. So, komm, komm, komm. Ja, diese Arme. Ich hasse diese Arme. Hab ich dich. Und zieh, ziehen, 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 ziehen. Yes. Oh, yes. Oh Gott. Ich muss auf den Laser in den Augen passen. Ich will nicht als häufig in Asche enden. Hab ich dich. Und nochmal. Ziehen, 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 ziehen. Was ist los? Du siehst verwirrt aus. Na komm, 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 komm. Oh, springen. Und nochmal springen. Und nochmal springen. Und nochmal springen. Jetzt aber. Das war's für dich. Jawohl. Wir haben ihn. Oder auch nicht. Aber
Alistairs Vorstellung einer Lösung? Das muss warten. Ich muss erst mit Connors reden. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben dieses hässliche Ding besiegt. Bin unterwegs. Was war denn? Was war denn? Komisch. Egal, hier ist ein Comic. Ich hab schon immer gern gelesen. Aber ich hab eine geheime Einrichtung gefunden. Ich schick dir die Koordinaten, dann kannst du entscheiden, ob es deine Zeit wert ist. Viel Spaß. Wer? Was kann schon groß passieren? Außer, dass ich draufgehe. Und irgendwie spiele ich doch gerne mit neuen Sachen. Allerdings. Aber ich sehe, wir können wieder uns Upgrades freischalten. Okay. Ah, was ist das denn? Den artillerischen Schlag. Okay, dann haben wir das auch schon voll. Und hier? Aha. Netzeinschlag. Das will ich mir auch holen. Und das werde ich nochmal holen. Und damit haben wir auch schon das erledigt. Prima. Oh Gott, das war jetzt wirklich sehr viel los. Das Gegenmittel war irgendwie nicht richtig. Und dann noch diesen Killer-Roboter. Ah, da ist wieder unser Apartment. Kapitel 6. Smythe schlägt zurück. Nach einem heftigen Kampf gegen Smythe S02 kehrt ein müder Spider-Man in sein Apartment zurück. Connors hat hoffentlich Antworten wegen des schlechten Gegenmittels. Dr. Connors? Dr. Connors? Nein, ich glaub das nicht. Er ist weg. Gwen hatte recht. Wie konnte ich so dumm sein? Die Echse ist entkommen. Oh. Tut mir leid, ich wollte nur meine Familie sehen. Ich habe sie gefunden. Martha und Billy. Im Hinterhof. Hab mich versteckt. Zugesehen. Peter, mein Gott, was ist mit dir passiert? Was passiert ist? Dank ihres Gegenmittels ist Dr. Smythe nicht nur verkrüppelt. Ich fürchte, er wird Gwen etwas antun. Das ist passiert. Aber... das Gegenmittel ist auf die Wirkung... Also es hat gewirkt. Sehr schlecht sogar. Er kann nicht mehr gehen. Sie sagten, es würde funktionieren. Ich sagte, theoretisch. Theoretisch? Das ist kein Forschungsprojekt. Leben stehen auf dem Spiel. Sind Sie die Echse oder Kurt Connors? Sagen Sie es mir. Wenn du das wirklich fragst, hättest du mich vielleicht in der Anstalt lassen sollen. Gwen ist immer noch dort. Wissen Sie, was los ist, wenn sie sich verwandelt? Ich gab... mein Bestes! Wir retten sie! Ich weiß es! Du blutest. Na und? Du bist müde. Du musst dich hinlegen. Nein. Ich muss Gwen retten. Ich muss sie alle retten. Peter, du brauchst Ruhe. Ich kann nicht. Ich muss doch... Schlaf, Peter. Wir werden das beenden. Aber schlaf. Wie kann es sein, dass du nie infiziert wurdest? Warte. Du. Du bist der Schlüssel, Peter Parker. Was ist das? Nein. Ja. Kann es so einfach sein? Nein. Die Daten prüfen, Doktor. Die Daten prüfen. Unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Gwen, ich komme. Sagte, alles okay? Wie lange habe ich geschlafen? Lange genug, um das Gegenmittel fertigzustellen. Gegenmittel? Ja, ein Impfstoff. Das perfekte Gegenmittel. Woher wissen Sie das? Die Antwort warst du. Dein Blut, Peter. Plötzlich ging mir auf, dass du die perfekte Artenkreuzung bist. Was immer in deinem Blut die vollständige Verwandlung aufhält,
Es macht dich einzigartig. Deine Menschenseite hat die Spinne nie durchgelassen. Es ist vollbracht. Und bereit, Gott zu spielen? Wann haben Sie es fertig? Ist es schon. Peter, du musst mir helfen. Wo bist du? Man hat uns ins Biolabor gebracht. Smythe arbeitet noch an seinem eigenen Serum. Ein Serum mit Nanobots. Sie wollten, dass wir die ersten Testsubjekte sind, wenn es fertig ist. Ich bin abgehauen, aber ich sitze hier fest. Ich komme und hol dich. Connors hat ein neues Gegenmittel. Sind alle zusammen? Die Roboter haben sie nach unten gebracht. Wo ist Smythe? Weiß ich nicht. Ich höre seine Roboter. Ich glaube, sie suchen mich. Bleib, wo du bist, okay? Beeil dich, Pete. Ich weiß nicht, wie lange ich unentdeckt bleibe. Warte mal. Gwen! Was ist los? Gwen! Sprich mit mir! Bist du okay? Peter! Das Signal reißt ab! Gwen! Okay. Connors hat jetzt ein neues Gegengift hergestellt, ein Gegenmittel. So, aber es wird Zeit, wieder den anderen Anzug zu nehmen, diesmal auch mit Gürtel. Nun gut, dann würde ich sagen, retten wir Gwen erneut und hoffen mal, dass dieses Heilmittel klappt. Kapitel 6, Smythe schlägt zurück. Connors hat den Schlüssel zu einem neuen Gegenmittel gefunden, vielleicht ist die Stadt noch zu retten. Ich finde es nur merkwürdig, dass das immer auch Kapitel 6 ist. Aber naja, wir werden ja sowieso gleich erfahren, ob das Heilmittel tatsächlich wieder... Was heißt wieder? Es muss jetzt diesmal funktionieren, aber irgendwie finde ich, die Sache geht zu schnell. Nun gut. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück zum Oscorp. Okay, da müssen wir die Antennen finden. Das Blöde ist, die werden jetzt nicht auf die auf der Karte markiert, sondern man muss hier die Umgebung durchsuchen. Was hier so rot markiert ist, diesen roten Laser, dort ist die Antenne. Genau so will ich das haben. Genau so. Das hat mich die ganze Zeit genervt. Oh Gott, mit Schilde sogar. Der erste ist schon mal kaputt. Du bist der nächste. Ey. So, und du bist jetzt nur noch Schrott. Ein Haufen Müll. Wie findest du diese Verbindung? Okay, war nur eine Antenne. Ich dachte, es müssten jetzt drei sein. Zurück zu Oscorp. Hoffentlich ist noch Zeit, Gwen zu retten. Also los! Ja, aber man sah irgendwie so eine Fotomission. In diesem Katze- und Maus-Spiel fehlt noch eine Spinne. Ah, komm, ich will die Karte öffnen. 10:30, Hauptüberfall. Dass man nicht sofort die Karte öffnen kann. Das finde ich schon blöd. Superhelden-Hotline? Und was sagst du zu meiner letzten Sendung? Sie war toll. Wirklich gut. Du hast sie nicht gesehen, oder? Ich dachte, du wärst der Typ, der den ganzen Tag gescheffelt vor CNN und Polizeifunk sitzt und betet, dass was explodiert. 10:30, Hauptüberfall. Over. Nur am Wochenende. Gut, ich gebe dir die gekürzte Fassung. Mach dich auf den Weg zum Wasserwerk. Das Wasser wird vergiftet. Wer steckt dahinter? Das ist das Problem. Soweit wir wissen, könnte es ein tragischer Unfall sein. Ich habe da so meine Zweifel, aber ich sehe nach. Okay, aber Leute, hier ist jetzt eine Fotomission. Ich finde, hier in diesem Spiel sind die Fotomissionen sehr, sehr interessant, weil es gibt so viele Easter Eggs aus anderen Spidey-Filmen oder auch andere Schurken. Das finde ich immer ziemlich cool. Okay, zeige die Leuten, die in der Schlange warten, so akzeptieren sie die Wartereihe vielleicht besser. Alles klar. Wunderschönes Bild. Okay, einige von ihnen sind so krank, sie können nicht einmal stehen. Okay. Ah, das müssen die sein. Welche Kunstfertigkeit? Okay, was ist das nächste? Ah, die Polizisten. So. Bitte lächeln einmal für den Bugle.
Oh yeah. Mein Meisterwerk. Prima. Ja gut, es gab jetzt nicht so viele Easter Eggs, aber Leute, glaubt mir, es gibt noch so viele Fotomissionen. Dort gibt es sehr viele Easter Eggs von Anspielungen von den nächsten Spidey-Schurken, die aber leider nie irgendwie vorkommen. Das finde ich echt blöd. Hier ist ein kleines Verbrechen, ein Mini-Verbrechen. Das nehme ich. Warte, ich wollte euch Leute nicht unterbrechen. Suchst du Ärger? Oh, Kacke. So, lass den armen Mann in Ruhe. Und der fliegt weg. Ey, ich rette dich, mein Freund. Danke, Spider-Man. Die Hauptsache ist, dass sie noch leben. Immer locker bleiben. Sehr schön. Gut. Oh Gott, ich höre überall Husten. Das gefällt mir nicht. Yeah! Okay, das finde ich irgendwie blöd. Wenn es immer speichert, kann ich nie die Karte öffnen. Warum ist das so? Okay, das Ziel befindet sich hier. Na schön. Ja, das ist auch eine Nebenmission, die werden wir auf jeden Fall machen. Aber erstmal finde ich, Gwen zu retten ist ziemlich wichtiger als die anderen. Komm, Comic einsammeln. Oh nein, keine Roboter, keine Roboter. Ich hasse diese Roboter. Kein Scherz. So, das ist Oscorp? Das ist doch Never Oscorp. Das ist ein anderes Gebäude. Oder? Da drüben ist doch Oscorp. Das ist doch Never Oscorp. Doch. Tatsächlich. Oscorp Industry. Aber gibt es da nicht so ein anderes hohes Gebäude? Keine Ahnung. Vielleicht haben die ja zwei Gebäude. Das kann ja auch sein. War dann auch nicht hier ein Comic? Nee, okay. Kapitel 7, Spinnenrettung. Connors hat den Schlüssel zum allen neuen Gegenmittel gefunden. Vielleicht ist die Stadt noch zu retten. Naja, das hoffen wir ja mal. Ich muss durch diese Tür und das hier zu Gwen bringen. Ich hoffe, sie ist okay. Natürlich. Was glaubst du denn, wer wir sind? Ich höre ziemlich wenig von da drüben. Das liegt daran, dass wir darüber reden, wie fett deine Mama ist. Alter, wie gemein. Da drüben ist er, du Profi. Die sagen einfach Mama-Witze. Ich finde es nicht gut, dass du einfach so abhaust. Echt nicht. Ich find's das schon gut. Oh Gott, Taschenlampen. Kuckuck. Ich bin hier oben. Hallo, ich bin hier. Könnt ihr mich nicht sehen? Die sind ja blind wie die Fische. Blindfische. Alter, wir gehen so richtig ab. Das gefällt mir. Raumausstatter, das hast du ja schon mal gesagt. Hier ist wieder ein Comic, prima. Kontaminationsstufe 75%. Die Zeit wird knapp. Hey Leute, Spider-Man hier. Ich habe ein Gegenmittel für die Infektion. Alles wird gut. Haltet einfach noch ein bisschen durch. Gott sei Dank. Du weißt nicht, was wir durchmachen mussten. Gwen, wo bist du? Alles wird gut werden, aber ich muss Gwen Stacy finden. Wo ist sie? Weggelaufen. Wir wissen nicht, wohin. Okay, ich komme zu euch. Haltet durch.
Ich weiß mehr, wenn ich die Labore erreiche. Na schön. Okay, okay. Also oben. Ah, oben können wir auch schon. Weil ich sah ja oben Wachen. Ich kann nicht glauben, dass ich dafür die Pokerrunde abgesagt habe. Hey, Kopfo, wer weiß. Vielleicht erledigst du ja heute Abend Spider-Man. Das glaube ich eher nicht. Gebt euch mal ein bisschen Zeit zu zweit. Okay, hier ist wieder so ein Comic. Na schön. Ah, Moment mal, wir haben ja hier wieder die Food-Mission. Schließmechanismus des Aufzugs, Bauplan, mechanische Arme, what the fuck, Dr. Octopus? Beweis, dass Wissenschaftler bei Austrup gefangen gehalten werden. Okay. Ah, okay. Das ist schon mal das erste Foto. Atemberaubend. Schön, hier oben ist eine Lunchbox. Hm, hoffentlich ein Sandwich. Und ich glaube, hier war noch so ein Audiobeweis. Weil irgendwas hat hier so gefunkelt. Na schön, erstmal die Geschütze ausschalten. Erstmal die Geschütze. Das ist Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Und das ist Nummer 5. Prima. Aber dass die anderen das nicht mitbekommen. Hallo, ihr seid voll die Blindfische, wisst ihr das? Und weg mit dir. Okay. So, ich glaube, wir müssen jetzt nach oben. Oh Gott, sogar ein Typ mit der Minigun. Das sind voll die Blindfische und Taubmenschen. Vor allem, der hätte das doch mitbekommen, dass ich unten gekämpft habe. Okay, einen haben wir ja schon mal. Das ist ja wenigstens etwas. So, Krabbel, Krabbel, Spinne. Du liebst es doch zu krabbeln. So, das war der zweite. Ja, ich weiß. Ihr mag mich nicht. Ich bin böse. Weil ich habe übernatürliche Menschenkräfte. Ich würde sagen, Pech für euch. Ihr seid alle nur neidisch. Gebt doch einfach zu. Ihr könnt nicht schwingen. Ja gut, Spider-Man hat ja die Netzdüsen selber gebaut. Aber Krabbel und so und ein bisschen Stärke hat er von der Spinne bekommen. Von der radioaktiven Spinne. Keine normalen Spinnen. Durch eine radioaktive Spinne, meine lieben Freunde.
So, oh, weg, 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 weg. So, habe ich schon mal gesagt, dass ich gegen Roboter kämpfen hasse? Dann wisst ihr jetzt. Ah! Aber ich liebe es, wenn die so kaputt gehen. Na gut, nur noch ein, dann haben wir es. So, es ist wieder Upgrade-Zeit. Netzschlag, das hört sich prima an. Okay, hier können wir noch nichts verbessern. Ah, eine Lunchbox. Perfekt. Das war der letzte. Tour sehr erhellend. Mal sehen, was dieser Park noch an Attraktionen zu bieten hat. Runter in die unteren Ebenen. Überraschung. Oh Gott, Mann mit Schild. Mann mit Schild. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. So, wisst ihr was? So, für das. Bams. Jungs, das hat mir richtig Spaß gemacht. Oh, hier ist wieder eine Lunchbox. Ja, ich weiß, es ist eher eine Technikbox, aber irgendwie sehen die aus wie Lunchbox. Ah, ich glaube, wir können schon reingehen. Genau. Meine Fresse, was die denn hier alles für Sicherheitsmaßnahmen haben. Ja, anscheinend funktioniert das nicht mehr, meine lieben Dame. Und Upgrade freigeschaltet. Wow. Krasser Boy. Für die Fahrt will ich mein Geld zurück. Ach, stimmt, wir müssen ja auch Aufschau halten nach mechanische Arme. Es kann doch bestimmt eine Anspielung sein von Dr. Octopus. Meinst du, dass Spider-Man hier vorbeikommt? Alter, ich war in der Sichtweite. Und weiter mit dir. Nun gut, das waren jetzt alle. Moment mal, hier geht's weiter. Was ist hier? Ah, okay. Ich dachte, die Tür könnte vielleicht noch aufgehen. Ah, Moment mal. Das sieht noch nach Arm aus. Ah, okay. Okay. Super. Bauplan mechanische Arme. Ich weiß nicht. Irgendwie sehen die auch nicht so danach aus wie die Arme von Dr. Octopus. Aber wäre schon ziemlich nice, wenn das so eine kleine Anspielung sein könnte.
Oh Gott. Männer mit Schilde. Alle nur mit Schilde. Ich habe eine Überraschung für euch. Und alle sind besiegt. So, komm, komm, komm. Schnell, schnell. Das war's für dich. Okay. Leute von heute, ich würde sagen, hier werde ich wieder die Folge beenden, so dass es mir auch tut. Ich weiß, es wird spannend, aber ich muss wirklich wieder die Folge beenden. Ich hoffe, dass diese Folge euch wieder mal gefallen hat. Wenn ja, dann lasst es mich doch ruhig gerne wissen. Und ansonsten würde ich jetzt nur sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen das Ganze in der nächsten Folge hier bei The Amazing Spider-Man. Macht's gut, meine lieben Freunde. Tschüss.